Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop, der Serie, in der ich euch hier jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Also klicken wir direkt mal drauf, zack, und zwar haben sich heute wieder beide Seiten geupdatet und es gibt eine ziemlich geile neue Hacke, die Clown-Hacke. Ich werde sie euch gleich zeigen, ansonsten, ja, Shop ist in Ordnung, würde ich sagen. Es gibt auch, glaube ich, mal gucken bei den Neuigkeiten. Ah ja, Neuigkeiten sind jetzt hier oben immer. Genau, die neue Hacke ist auf jeden Fall drin, Saufpack immer noch und Kontosicherheit kennt ihr ja. Ich kann noch mal ganz kurz die Modi zeigen. Ich hatte ja mal gefragt, ob ich das jeden Tag machen soll, aber ich glaube, ich werde es nur noch machen, wenn sich hier irgendwas updatet. Also wenn hier jetzt neuer Modus reinkommt, dann ja, werde ich euch gerne drüber informieren. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt mit der neuen Hacke und es ist wieder eine doppelhändige Hacke, was ich mega, mega cool finde. Sie passt auch unglaublich gut zu diesem hier, obwohl, warum sind die nicht nebeneinander? Egal, zu dem Skin hier und zwar zu diesem hier. Sie hat ja auch diese Hacken hier quasi auf dem Rücken. Ich weiß nicht, ob sich Fortnite das einfach so quasi einfach gemacht hat und einfach dasselbe Modell da genommen hat, weil die schon wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Warten wir mal ganz kurz hier. Und zwar, ja, ich glaube, das ist wirklich genau das gleiche Modell. Das ist ja wirklich maximal kopiert. Aber ich hatte ja schon damals gesagt, als dieser Backpack rauskam, dass ich das cool finden würde, wenn es mal als Hacke kommt. Und jetzt hat anscheinend Fortnite wirklich meine Idee umgesetzt. Und hören wir uns mal den Sound an. Oh, nice. Das hört sich so ein bisschen an wie die Sense. Also, coole Hacke. Ich werde sie mir auf jeden Fall kaufen. Gefällt mir, ey. Gefällt mir. Ich bin echt ein Fan von diesen Doppelhändigen. Auf jeden Fall haben wir dazu noch die ganzen... Warte. Warum ist das jetzt in dem Slot? Hä? Das war doch eben im ersten Slot, Leute, oder? Was ist heute mit dem Shop los? Was zur Hölle? Egal, okay, dann ja, fangen wir mal schnell mit dem linken Slot an. Erstmal hier der Gleiter. Fledermaus, die gestern hier neu dazugekommen. Ach ja, ich wollte ihn mir auch holen. Ziemlich cooler Gleiter. Dann haben wir dazu noch den Doppelschläger. Auch den habe ich mir schon geholt. Finde ich ziemlich cool. Und noch die beiden Skins, die Callisto und den männlichen Skin Osmodeus oder Osmodeus, wie auch immer. Finde ich jetzt auch ganz in Ordnung. Ich glaube, den werde ich mir holen, den männlichen, aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Dann haben wir den Kunia-Skin oder Kunia-Skin mit diesen Sensen auf dem Rücken. Es ist halt wirklich einfach genauso. Diese Sense hat wirklich 1:1 kopiert. Nicht schlimm, aber auf jeden Fall ein cooler Skin. Auch der männliche ist ganz nice. Der Kenji, obwohl mir der Backpack da bei dem jetzt nicht so gut gefällt. Dann haben wir noch, als erstes, glaube ich, den passenden Gleiter, den Falkengleiter, ein ziemlich heftiger Gleiter. Genau, er hat so einen Falkenschrei. Cooler Gleiter. Einer der besten auf jeden Fall, die es im Spiel gibt. Kann ich empfehlen. Jo, dann kommen wir jetzt schon zur rechten Seite. Wie immer, lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann fangen wir an mit der Schattenagentin. Cooler Skin, leider ohne Backpack. Für den Preis ist es relativ teuer. Dann der Marino zum Beispiel. Der kostet einfach 300 V-Bucks weniger. Und hat dafür sogar ein Backpack, auch wenn ich den jetzt nicht so krass finde mit diesem Banane hier dran. Dann der Tropenschnitt. Das ist der Sound echt geil. Dann die Luftgitarre. Ich habe auch nie verstanden, warum die Luftgitarre heißt. Weil man hat ja dann eine Gitarre. Luftgitarre ist so eigentlich, wenn man keine Gitarre in der Hand hält. Ja, dann der Jubelschritt. So Positivity-Musik. Jo, finde ich cool. Für den Preis absolut in Ordnung. Und dann auch die Verbandlackierung. Ja. Preiswert habe ich mir geholt. Ich würde auch sagen, das ist eine der besseren 300 V-Bucks Lackierungen. Kann ich auch empfehlen. Jupp, das war's auch schon zum heutigen Fortnite Shop. Wie immer, falls ihr neu seid, lasst natürlich gerne ein Abo da, wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt. Und Leute, aktiviert die Glocke. Ich kann es nur mal wieder sagen, wenn ihr hier keine neuen Skins oder zum Beispiel wie heute eine neue Hacke verpassen wollt, einfach jetzt schnell runterscrollen und die Glocke anklicken, damit ihr immer die Benachrichtigung morgens bekommt, wenn halt der neue Shop live geht. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also Taub oder Flop. Und dann hören wir, dann hier erstmal noch der Gewinner von gestern. Ich hatte gestern noch wieder 1000 V-Bucks verschenkt. Den Gewinner seht ihr jetzt hier irgendwo eingeblendet. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, habt noch einen spannenden Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hey YouTube, what's going on? This is iTalkFortnite here, back again with another Item Shop video. Today is June 18th, 2019. Hopefully you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily as well as another upload. But today I wanted to give a special shout out to Iconic Supplier on Twitter. He actually hooked me up with the Wonder Skin, so definitely big shout out to him. Also leave a like if you actually like the video. Today's other upload, I talk about a leaked skin. I'm not going to mention it here just in case you guys don't want to be spoiled on it, but it's a pretty good conversation. I think you guys will enjoy that. We have the new harvesting tool, Talons. We are definitely buying these. These go with the Kenji and the Kunai skins. That's really cool. And the Falcon Glider, part of the same set. I kind of figured. Kuno is back with the dual comma back bling.
and the Kenji with the katana and kunai. That is why they're in this, they're in the shop. Makes sense. Callisto is still here with the backbling hexed. I love this skin. It's really good. Asmodeus with the ocular backbling. Great skin as well. Foul play. And the Batso glider. I love this glider too. I love the set. Shadow Ops is back. Amazing skin. Merino is back. Comes with the backbling banana bag. It's good. Fresh cut. Sounds good. Rockat emote. Best emote in the game. I don't even have to keep... I don't have to keep telling you this. It's the best emote in the game. Love it. Love seeing it. Jamboree is back. It has been a while since Jamboree was last in the shop. So definitely snag it if you want it. And the bandage wrap. I don't know why this isn't with the set, but that's all right. Oh, look at that. And that's it for the shop, guys. Hopefully you guys enjoyed. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop. Subscribe for daily content. Have a great one now, everyone. See ya.